Herzlich willkommen bei Deutsche PS4 VR Gamer. Ich bin der Zach McFly und ich spiele heute mit euch The Impatient, das neue Horrorspiel der Until Dawn machen. Und ja, mal schauen, was das kann, ne? Es wurde viel versprochen, ich bin gespannt. So, wir sind im Hauptmenü. Optionen. Untertitel mache ich mal an. Spracherkennung ist an. Credits. Drehung. Drehung frei. Drehung frei, bin ich ein Freund von. Aber genau, man kann halt alles einstellen. Erinnerungen dürften wir noch keine haben. Und Schmetterling-Effekt, ja. Das wird wohl alles nach und nach freigeschaltet. Also würde ich sagen, einfach mal neues Spiel. Wie ihr seht, kann ich das Spiel oder ich spiele das Spiel mit den Move-Controllern. Ich bin männlich. Und mein Hautton, keine Ahnung, ist hier. Das ist mein Hautton. Schon mal chillige Musik. Ja, es wird ein ganz, ganz entspanntes Spiel, wird das. So. Das passt ja zu meinem Stuhl. Es ist noch. Leider. Oh, warte. Möchtest du die Sprachsteuerung aktivieren? Sprich deutlich, um deine Auswahl zu treffen. Ja, bitte. Braucht ein, zwei Sekunden. Alles klar. Also ich spiele das Ganze mit Sprachsteuerung. Aufnehmen. Wir versuchen das nochmal. Außer es sollte mich irgendwann mal nerven. Hey! Testen wir Ihr Gedächtnis. Wissen Sie, wer ich bin? Klar. Sind Sie Arzt? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo bin ich? Ich sorge mich, dass Sie etwas zurückhalten. Sagen Sie es mal mit mehr Gefühl. Wo bin ich? Sorry, ich darf dich nicht bewegen. Ich bin ja gefesselt. Wo bin ich? Perplex. Wie klinge ich denn perplex für dich? Wo bin ich? Okay, das ist perplex. Dies ist das Blackfoot Sanatorium. Ja, wissen achso. Sie, warum Sie hier sind? Nö. Nee, kein Plan. Nein. Ich weiß es nicht. Sie haben Probleme mit Ihrem Gedächtnis. Wir wollen Ihnen helfen. Ich weiß doch alles. Augen schließen. Tief durchatmen. Lassen Sie die Mauern fallen. Visualisieren Sie das Letzte, an das Sie sich erinnern. Bevor Sie herkamen. Bin hier irgendwie immer noch gefangen. Oh! Hat er mich jetzt erwischt, weil ich geredet habe? Wo stehst du denn? Da ist er. Es ist sehr dunkel. So. Irgendeine Erinnerung? Keine Ahnung. Mach das mal Licht an hier. Was ist jetzt schlauer? Ich erinnere mich an etwas. Ah, beschreiben Sie's. Blau. Ich hatte mich Nein, ich war noch gar. Ich wollte überlegen, ob ich ihm das sage. Mann. Interessant. Doktor, wir scheinen hier Fortschritte zu machen. Sonst noch etwas? Irgendwelche Details? Nichts ist zu unbedeutend. Dabei.
Da war ein Mann ohne Gesicht. Jetzt verrate ich ihm auch alles. Wir versuchen es nochmal. Was? Das war richtig. Warst du dabei? Bitte. Warst du der Mann ohne Gesicht? Tief atmen. Denken Sie an den Moment. So erschreckend die Wahrheit auch sein mag, es ist wichtig, dass Sie ihr ins Auge sehen. Okay, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht, ob das jetzt so weitergeht. Ich kann mir vorstellen, vielleicht. Ich schätze mal, es geht jetzt so weiter. Dass ich immer wieder so Erinnerungen nacherlebe. Ja, jetzt, ihr habt mir jetzt nicht viel gebracht. Das war genau das Gleiche. Was wissen Sie noch? Da war ein Licht. Ja, die war sogar ein bisschen kürzer, ne? Die Erinnerung war kürzer. Die Erinnerung war kürzer. Vielleicht haben wir Ihnen zu viel zugemutet. Vielleicht ist auch deine Maschine kacke. Ich weiß, das ist nicht einfach, aber ich würde es gerne noch einmal versuchen. Wird das gehen? Na gut. Mach mal volle Power. Ganz ruhig. Konzentrieren. Lassen Sie es geschehen. Ich lasse es geschehen. Das war noch kürzer. Ah, also, berichten Sie mir. Es bringt nichts, hören wir auf. Noch ein Versuch. Bitte, glauben Sie mir. Ich würde einem Patienten niemals schaden wollen. Ja, ja, so siehst du auch so aus. Sie sehen aus, als könnten Sie etwas Ruhe vertragen. Eine Sache noch, und sie ist der Schlüssel zum Erfolg dieser Behandlung. Sie verstehen doch, dass ich nur Ihr Bestes will. Warum steht ihr nicht, fasst mich nicht an? Aber das hilft mir nicht. Zeit das für harte etwas Zeug, Ruhe oder wie? Und Heilung. Lassen Sie der Erinnerung Fuß fassen. Warum haben wir das nicht direkt gemacht? Das wird helfen. Ein Pfleger wird Sie in Ihr Zimmer bringen. Reden wir draußen. Hä? Ich dachte, das wäre jetzt so ein krasses Zeug, damit ich mich besser erinnern kann, aber scheinbar ist das zum Pennen. Schon geheilt? Ja, mir geht's gut. Kannst mich freimachen. Ging mir nie besser. Wow, das war ein Schmetterlingseffekt. Ja. Gut, gut. Dann bringen Hast wir du die Sie Schmetterlinge auch zurück. Gesehen? Ich glaube, das sollte ich nicht fragen. Der alte Brack nimmt seine Spielsachen gern auseinander und setzt sie wieder zusammen. Hoffe, er dreht nicht total ab. Meint er damit jetzt mich? Dass er mich auseinander nimmt? Der Butterfly-Effekt. Der ist richtig Teil von der Story, oder? Der Butterfly-Effekt jetzt. Oder soll das jetzt nur für mich sein? Oh, das ist komisch. Ich habe riesige Hände, oder? Hi. Ah, hey. Hallo, Suzanne. Suzanne, was geht? Immer schön, dich zu sehen. Ja, ich könnte sogar hinterher gucken. So ein Mist. Ich bin wohl nicht gut genug für Sie. Meinen Sie, eine Frau wie die wird mich je beachten? Nö.
Ich weiß ja noch nicht, ob du cool bist zu mir. Ich sag dir einfach mal die Wahrheit. Sie sind nicht ihre Liga. Sie sind nicht ihre Liga. Das sagt der richtige Großer. Wenigstens muss ich keine Windeln tragen. Ich sehe keine Windeln. Das ist super komisch, weil ich gerade wirklich... Ich sitze auf meinem Schreibtischstuhl. Ich habe gerade echt das Gefühl, dass ich mich jetzt die ganze Zeit fortbewege. Ich hätte gerne mal mein Zimmer gesehen. Genau, insofern, wer es nicht weiß, der Butterfly-Effekt. Gerade eben das mit den Schmetterlingen war halt eine gravierende Entscheidung, die den Verlauf der Story verändert. Ich rufe uns mal ein Taxi. Boah, du Witzbold. Zwei Stockwerke. Wer bin ich? Bin ich der Mörder aus Until Dawn? Sie sind auch nur ein Patient. In einem endlosen Patientenstrom, den Abe umherschieben darf. Wo bin ich hier? Hallo, sind Sie von gestern? Wir sind im weltberühmten Blackwood Sanatorium mit Hotel. Oh, ein Hotel? Naja, weniger im Hotelteil. Aber hier sind wir. Mensch. Gemütlich. Bragg sollte mal einen neuen spendieren. Zumindest für das Personal. Der Laden geht vor die Hunde. Ich finde das ganz geil, so ein Oldschool-Aufzug. Ja, ich darf mich nicht kratzen hier. Meine Hände sind gefesselt. Raus! Lass mich raus! Ich habe riesige Hände! Ha! Sie haben den guten Stoff bekommen. Sie sind ja ziemlich zugedröhnt. Oh. Ich bin voll high. Ah, die Pflicht ruft. Ach, du bist Abe? Hast du nicht gerade jemand zu jemand anderen Abe? Hat er mit sich über sich selber in der dritten Person gesprochen? Das ist nur ein Albtraum. Ich wette, wir tauschen. Wir müssen eigentlich die Plätze tauschen. Mr. Bellows, bitte bleiben Sie ruhig. Nein, ich bleibe nicht ruhig. Was geht da ab? Schlimmer wird es. Mann, sie hat's echt drauf. Ganz schön helles Köpfchen. Okay, genug Spaß für heute. Deine Geschichte ist eine von vielen Möglichkeiten. Das ist meine Geschichte. Nice. Ja, ja, klar mache ich das mit Bedacht. Hey, na? Wieder da? Nur eine kurze Ohnmacht, keine Sorge. Gehört alles zur Therapie. Gleich sind sie wieder in ihrer kleinen Oase. Ich hoffe, der macht mir mal die Fesseln dann ab. Machst du mich frei? Alles okay. Sehen Sie her. Alles kommt wieder in Ordnung. Ich bin voll drupp. Helfen wir Ihnen mal ins Bett. Okay, Licht aus. Was? Ich hab keine... Warum kann ich mich nicht bewegen? Morgenstund hat Gold im Mund. Aufwachen. Hopp, 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 los, die Schlafmütze. Hoch mit Ihnen. Schlafe ich im Sitzen? Ich kann meine Hände nicht bewegen. Sehen Sie nur die Aussicht. Da?
Ja, ist schön. Hab ich's nicht gesagt? Ich habe auf sie gewettet. Sie machen mich zum reichen Mann. Weißwandreifen und Martinis zum Lunch. Also, los. Komm zu Papa. Den linken Controller die Move-Taste drücken. Hey. Na geht doch. Nur weiter so. Wow, da will wohl jemand zum Triathlon. Und jetzt wieder ab zurück zum Bett. Was soll ich drücken? Rechten Controller nach hinten richten? Na los, seien Sie kein Angsthase. Als wird man Küken aus dem Nest schubsen. Okay, recht nach hinten und dann die Move-Taste. Und dann mit der linken gehe ich wieder, okay. Sehr gut. Jetzt ein paar Schritte. Die Beine strecken. Den Kreislauf ankurbeln. Ach, ich habe ja die freie Bewegung. Ja, so, jetzt habe ich auch meine Hände. Zack. Guten Tag. Guten Tag. Ja, so klappt das doch ganz okay. So viel Sie brauchen. Wir haben den ganzen Tag. Ich hab's nicht eilig. Alles okay. Wir können weitermachen. An klaren Tagen kann man die Gipfel der Berge in der Sonne glitzern sehen. Soll ich rausgucken? Na gut. Kann ich hierbleiben, solange Sie gehen üben? Ja, klar, bleiben Sie hier. Oh, ich habe noch nicht mal genau das gesagt, was da stand. Ja, man sieht draußen aber nicht so viel. Ich bin fertig. Okay, man kann Sachen nehmen. Was mir jetzt direkt auffällt, die Hände. Ja. Hier ist meine Hand und im Spiel ist die gefühlt hier. So ungefähr fühlt sich das auf jeden Fall für mich an. Ja, muss man. Ich hab komische Arme. Ey, komm schnell. Mensch. Aber ich glaube, das kriege ich hin. Ich kann dir helfen. Ah, nicht. Hey! Ich wollte dir doch helfen! Kann ich irgendwie Licht anmachen? Ach so, das leuchtet also alles. So, warte. So, jetzt hab ich's. So. Ich hab immer direkt wieder losgelassen. Trip to the movies. Was ist denn jetzt los? Was meinst du? Ich kann nicht gehen. Da ist irgendwer gestorben, den die mochte. Erkennst du meinen Move-Controller nicht? Warum? Sitze ich nicht gerade? Doch, sitze gerade. Okay, sie müssen noch essen. Jetzt kann ich mir das nochmal angucken. Okay, ich verstehe das Konzept. Also mache ich jetzt gleich den nächsten Punkt hier. Hör auf zu heulen. Okay, tut mir leid. Gedrückt halten, um aufs Bett zu setzen. T. Hey, haben Sie ein Stück Papier mit meinen, Notizen draufgefunden? Natürlich! Warum ist das boshaft? Es war gar nicht boshaft gemeint. Haben Sie das gelesen? Nein, das würde ich nicht tun. Naja... Das war nicht für neugierige Blicke bestimmt. Ich hab nur so rumgealbert.
Es wäre schön, wenn Sie niemanden davon erzählen, okay? Ich hab's doch gar nicht gelesen. Ich hüte Ihre Geheimnisse. Ich gebe zu, ich bin erleichtert. Tja, das hält aber nur kurz. Sie haben was gut. Ah, cool. Helfen wir Ihnen ins Bett. Wird bald dunkel. Ich sitz im Bett. Also wieder pennen oder was? Okay, Licht aus. Oh, ätzend, ist ja wie auf einem Internat hier. Ich war nie auf einem Internat, aber genau so stelle ich mir das vor. Das ist eine Erinnerung, oder? Wer bist du? Nein! Ah! Ah! Warum? Warum? Das, nee, das war ja gar... Oh! Ich hab keine Lust weiterzugehen. Oh, Scheiße. Nabureon Don Kabu Ashinuega Kontiki. Nabureon. Hey Mann, einfach mir nach. Na los. Ja. Ich hab Angst. Warum denn so krass auf einmal? Ja, da will ich gar nicht hin, wo die Geräusche herkommen. Nanut Aguta Kido Nakaniga. Oh Mann, lass mich doch in Ruhe! Oh, ist alles wieder gut. Guten Morgen, raus aus den Federn. Können wir bitte nie wieder das Licht ausmachen? Oh. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wer ist das? Tja, das ist eine sehr gute Gelegenheit für Sie, den Umgang mit anderen Menschen zu üben. Stellen Sie sich doch einfach einmal vor. Ich weiß ja gar nicht, wer ich bin. Wir sind bei Ihnen sehr zuversichtlich. Sie werden vollständig genesen. Korrekt. Ist es okay, wenn ich 5 Minuten Pause nehme? Klar, es gibt Patienten, korrekt, danke. Die dir nicht helfen können. 5 Minuten Pause. Ich weiß. Oh.